Ich rede heute mit Jenny Günther über den Aufstieg der AfD. Hallo Jenny. Hallo. Viele kennen dich ja vielleicht, weil du auch einen eigenen Podcast hast, nämlich den Einmischen-Podcast. Also, ich glaube, dich brauche ich deswegen nicht mehr groß vorstellen. Du bist schon seit einigen Jahren auf YouTube und Spotify unterwegs. Naja, und heute wollen wir, wie eben schon gesagt, über ja, die AfD und vor allem ihren aktuellen Aufstieg reden. Du warst ja selbst mal Mitglied in dieser Partei. Wieso bist du denn damals beigetreten? Naja, ich war davor 6 Jahre in der CDU und zu dem Zeitpunkt, als ich dann in die AfD gegangen bin, war ich mit der Gesamtsituation in der CDU persönlich und inhaltlich dann überhaupt nicht mehr zufrieden. Die CDU macht ja immer so auf Leistung muss sich lohnen und die Leute, die was leisten, kommen voran. Und das habe ich weder in der Partei so erlebt, noch in der Art und Weise, wie Minister oder Politiker irgendwie dann selber auch Personalpolitik betrieben haben. Also mit Leistung hat das nicht viel zu tun, sondern Vitamin B. Und das habe ich bei der CDU gesehen, das hat man auch bei anderen Parteien gesehen. Und dann gab es auch so eine Art Mobbing-Kampagne in der CDU, in der ich war, gegen mich und war dann, sagen wir es mal so, psychisch ein bisschen labil. Und bei der AfD wirkte alles ein bisschen freundlicher und menschlicher. Ja, das war 2015, 2016. Und um ehrlich zu sein, hauptsächlich dann auch, um der CDU eins auszuwischen, bin ich aus der CDU ausgetreten und gleich in die AfD eingetreten. Wie hast du die Partei dann von innen erlebt? Ich muss ehrlich gestehen, nicht so aktiv. Das war eine Phase, in der ich beruflich versetzt wurde und an einem anderen Ort war. Ich war auch nur ein Jahr in der AfD. Das, was ich mitbekommen habe auf kommunaler Ebene, war dann nochmal wirklich schlimmer als das, was ich bei der CDU gesehen habe. Also wirklich Verschwörungstheoretiker, die irgendwelche großen Reden bei Stammtischtreffen der kommunalen politischen Ebene gehalten haben. Und das hat ja mit Kommunalpolitik und dem, was mit Problemen vor Ort zu tun hat in der Kommune oder mit den alltäglichen Problemen von Menschen, nicht wirklich was zu tun, irgendwelche großen Reden zu halten, dass wir einen großen Austausch haben und so. Also, oder dass es U-Boote in der AfD gibt, die von der CDU und vom Verfassungsschutz geschickt werden, um die AfD zu unterwandern und zu schwächen. Also solche Sachen wurden dann besprochen und das war dann nichts für mich. Ich verfolge ja, was vor allem ja viele Politiker der AfD beziehungsweise was im AfD-Vorfeld so geredet wird, und da ist der große Austausch doch eigentlich mainstreamfähig, oder? Es kommt halt darauf an, wie man es formuliert. Also ich merke schon, dass die CDU so doch eher versucht, also Asylpolitik und Zuwanderung als eine Bedrohung zu formulieren, aber nicht so, wie es tatsächlich Leute formulieren, die vom großen Austausch sprechen. Ja? Also es Nee, ich gibt meinte gerade die AfD, qualitativ ich von der meinte nicht die Kommunikation her CDU noch schon einen gerade. Unterschied. Ich meinte gerade die AfD, dass das da eigentlich Konsens ist, dass es einen großen Austausch gibt. Ach so, ja, okay, das habe ich dann jetzt nicht verstanden. Ja, klar. Das ist bei der politischen Ebene auf alle Fälle großer Konsens. Und ich denke mal, auch ein Teil der Wähler, mindestens 30% der Wähler der AfD, hängen dieser These mehr oder minder auch an. Na, du bist dann ja ausgetreten. Woran lag das dann? Na, wie gesagt, ausschlaggebend war dann so Aktionen, die ich auf WhatsApp gesehen habe, wo es dann darum ging, Menschen zu bedrohen, und zwar Leib und Leben, ja. Da wurden dann Bilder von toten Ratten geteilt und dann impliziert, also so müsste man das mit anderen Personen, die noch in der AfD sind, genauso machen, ja. Und wenn du schon deine eigenen Parteimitglieder so behandelst und dann weißt du ganz genau, da besteht nicht viel Interesse an Menschenleben, ja. Und das hat so was Autoritäres, Diktatorisches. Also alles, was nicht unserer Meinung ist, ist gegen uns und gehört sozusagen vernichtet, wie Ungeziefer.
Und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, also hier, das geht gar nicht. Und dann bin ich auch ausgetreten. Ach so, das heißt, es war kein großer inhaltlicher Punkt, sondern es war einfach das Verhalten von einzelnen Parteimitgliedern. Naja, das Problem ist ja, dass bei der AfD es die Grundstimmung ist. Ja, das sind nicht nur einzelne Parteimitglieder, sondern das ist die Grundstimmung in dieser Partei. Und die aggressivsten und die verbohrtesten und die demokratiehassendsten Personen kommen dort auf vordere Listenplätze und besetzen das Parlament. Aber die Grundstimmung in dieser Partei ist wirklich sehr, sehr aggressiv, Demokratie und Bürgerrechte verachtend. Und insofern war es schon ein inhaltlicher Streitpunkt, der die ganze Partei betrifft, den ich absolut abgelehnt habe. Du hast gerade gesagt, demokratieverachtend, aber da hat die AfD sich ja von einigen Teilen wieder abgespalten, wie beispielsweise von Bernd Lucke oder Jörg Meuthen, also von radikalen Neoliberalen, die wirklich unseren Sozialstaat zerschlagen wollten. Also von solchen Leuten hat die AfD sich da nach und nach getrennt. Also erstmal ist die AfD ja im Kern weiterhin neoliberal, wenn du dir das Wahlprogramm anguckst. Ja. Sie haben ja auch keine wirklichen Antworten für soziale Probleme. Also wenn du sie fragen würdest, was für ein Rentenmodell stellt ihr euch denn vor? Sie haben keins, und wenn sie eins haben, dann ist das noch schlimmer als das der FDP. Ja? Also jeder, der es sich nicht leisten kann, in Rente zu gehen, arbeitet halt, bis er dann tot umfällt. Und das ist kein soziales Modell, ja, auch wenn die AfD sich gerne als soziale Partei für die Deutschen verkauft. Sie wollen, wie andere Parteien, auch gerne Asylbewerbern was wegnehmen oder Menschen, die hierher flüchten nach Deutschland oder nach Europa generell. Aber das löst ja das soziale Problem nicht und das Problem der Ungerechtigkeit. Die AfD hat null Anspruch, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Ja, also sie ist auch grundsätzlich gegen Grundsteuer, gegen Grunderwerbssteuer, gegen Erbschaftssteuer, von Vermögenssteuer wollen sie auch nichts hören. Also da ist nichts Soziales. Ja, absolut. Die AfD hat sich auch jüngst wieder gegen die Erhöhung des Mindestlohnes ausgesprochen. Aber diese sozialen Themen, die sind es ja eigentlich nicht, wieso Menschen jetzt der AfD beitreten oder wieso sie sie wählen, oder? Naja, da ich ja da eingetreten bin, obwohl ich es ja erläutert habe, ich kann durchaus verstehen, warum Menschen in die AfD gehen oder die AfD wählen. Wie gesagt, ich würde auch unterscheiden zwischen verschiedener Wählerschaft. Ja, also wenn du 20, 21, 22% der aktuellen deutschen Bevölkerung hast, die AfD wählen, hast du davon 30%, die vielleicht davon überzeugt sind. Und dann hast du aber 70%, die das aus verschiedenen anderen Gründen machen. Und das Problem mit so einer Protestpartei, und die AfD ist weiterhin eine Protestpartei, weil solange nicht mindestens über 50% sagen, wir wählen die AfD aus Überzeugung, ist es weiterhin eine Protestpartei, die die Angewohnheit hat, dass man sehr viel da rein projizieren kann und interpretieren kann. Da kann man sagen, also ich wähle diese Partei, weil sie zum Beispiel Olaf Scholz total annervt. Oder ich wähle die Partei, weil Björn Höcke, in irgendeiner Rede im Thüringer Landtag gesagt hat, Oma Erna in Deutschland kriegt nicht genug Rente und die Ausländer sind schuld. Und ich finde auch, dass Oma Erna nicht genug Rente bekommt, deswegen wähle ich Björn Höcke. Ja? Also es gibt ein großes Spektrum an Gründen, die AfD zu wählen. Das meiste ist halt Projektionsfläche und dass Menschen irgendwie keine Alternative so richtig aktuell im Parteiensystem finden. Und das ist natürlich nicht etwas, was bedeutet, die AfD ist gut, ja, oder hat starkes Personal oder einen guten Inhalt. Sondern das Problem hier ist eindeutig, dass die etablierten Parteien und das Personal einfach zu schwach sind, um überzeugend die demokratischen und sozialen Werte zu vertreten. Ja, auf jeden Fall. Aber der Aufstieg der AfD, da haben wir ja zwei große Schübe, wo die Umfragewerte stark nach oben gegangen sind. Das ist zum einen
Die Flüchtlingskrise 2015, 2016 und zum anderen der aktuelle Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Inflation ja so dermaßen nach oben getrieben hat letztes Jahr und der die Reallöhne stark nach unten gedrückt hat. Also das sind ja wirklich die zwei großen Schübe, wie wir sehen können, dass die Umfragewerte der AfD hochgehen. Würdest du dem so zustimmen? Jein. Also der Schub 2015, den die Flüchtlingskrise der AfD gegeben hat, das stimmt. Aber auch hier, die Partei ist ein Chamäleon. Also ich habe ja von Protestpartei gesprochen und von Projektionsfläche. Das Tolle für Protestparteien und Projektionsflächen ist ja, wenn die anderen Parteien in einem repräsentativen System das Gefühl den Menschen geben, wir sind uns im Prinzip im Kern bei einem Thema einig, dann lässt du sehr viel Raum für andere, dieses Thema aufzugreifen und zu sagen, aber wir sind da 100% dagegen. Also Frontalopposition bei jedem Thema, das irgendwie, wo die anderen sagen, also das ist hier eine Frage von Menschlichkeit und von Humanismus und von demokratischen Werten und Menschenrechten. Dann kann die AfD immer sagen, also wir sind dagegen, weil das ist nicht gut für Deutschland und nicht gut für die Bürger. Ja, das sagt sie auch. Das sagt sie 2015 war die Union schon eine ganze Weile an der Regierung. Und eigentlich ist die Union ja als Konservative mit der CSU eher noch rechtere konservative Partei. Immer eine Partei gewesen, die sich auch eingesetzt hat für Begrenzung von Migration und Asyl, ja. Und da Angela Merkel als Kanzlerin aber gesagt hat, wir helfen jetzt den Menschen, die in Ungarn auf dem Bahnhof sind, und wir zeigen ein menschlicheres Gesicht für Flüchtlinge, war die CDU dazu verdammt, diese menschliche Politik zu tragen. Und dann gab es keine alternative Partei mehr, die sagen konnte, also wir sind da absolut dagegen, außer die AfD. Und damit hat sie das Thema für sich geparkt und damit hat sie einen Aufstieg durch dieses Thema erreicht. Was die Inflation und Sanktionspolitik gegen Russland angeht, würde ich sagen, das stimmt so nicht ganz. Denn der Aufstieg der AfD hat erst wirklich angefangen nach dieser dritten Hilfspaketsitzung der Ampelkoalition. Also nachdem das dritte Hilfspaket nicht wirklich Wumms gemacht hat, sondern dass die Leute gesehen haben, also die haben jetzt monatelang zugeguckt, wie diese Inflation hochgegangen ist. Es kommt aktiv nichts bei uns an und das dritte Paket wird auch nicht ankommen. Danach ist die AfD durch die Decke gegangen. Ja, also es war nicht zwangsweise die Inflation. Die Menschen haben schon gesehen, dass es schwierig ist in der Krise auch für die Regierung und haben immer wieder Vorschub geleistet und haben gesagt, okay, wir glauben, dass ihr das Problem lösen könnt. Und beim dritten Versuch ist halt das Vertrauen völlig verloren gegangen und da war viel Möglichkeit für die AfD, dann enttäuschte Wähler auch aufzugreifen. Und dazu kam natürlich die Sache um das Heizungsgesetz, wo Menschen gesehen haben, das wird noch eine größere Belastung bei den aktuellen steigenden Preisen, wo die meisten Menschen wissen, so schnell werden die Preise auch nicht wieder fallen. Vor allem bei Lebensmitteln, Miete und anderen Lebenshaltungskosten. Und das hat der AfD Aufschub gegeben. Warum es der Linken keinen Aufschub gibt, kann ich leider auch nicht beantworten. Eigentlich wäre es die perfekte Situation für eine linke Partei gewesen. Wäre, aber da hat die Linke, glaube ich, einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Aber bevor ich dazu komme, ja, du hast auf jeden Fall recht. Der Aufstieg, der Schub in den Umfragewerten, der kam tatsächlich erst im Sommer bzw. Herbst 2022, als klar wurde, dass die Hilfspakete der Regierung viel zu klein sind. Also da haben viele Leute erstmal monatelang abgewartet, ehe sie dann wirklich ihr Wahlverhalten geändert haben. Ja. Also das ist ja, aber diese Krise, dass diese Sanktionen überhaupt erlassen wurden, das war ja keine Notwendigkeit. Die Regierung hat diese Krise ja absichtlich ausgelöst und also mit ausgelöst. Das waren ja alle europäischen Regierungen, die sich letztlich hinter diese Sanktionen gestellt haben. Und die Linkspartei, die hat dann den großen Fehler gemacht, auch zu sagen, dass sie Sanktionen gut findet. Also die Linkspartei hätte diese Sanktionen klar und geschlossen ablehnen müssen. Dann hätte sie, glaube ich, auch profitiert. Ich weiß halt nicht, was ich zu diesen Sanktionen sagen soll. Das Problem ist, dass sie einfach nicht politisch wirken. Und dass die Belastung durch die Sanktionen im Großen und Ganzen auch
unsozial verteilt ist. Und was man genau da hätte besser machen können, kann ich auch nicht beantworten. Aber politisch gesehen und medial gesehen war der Druck so groß, diese Sanktionen zu machen. Jetzt will Politik ja natürlich nicht eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, sondern sie fahren diese Tour weiter. Wir sehen aber an den wirtschaftlichen Zahlen, also Russland haben die Sanktionen jetzt nicht so enorm geschadet, wie angekündigt wurde. Währenddessen hat es natürlich wirtschaftlich in Deutschland vor allem der unteren Mittelschicht und den Geringverdienern geschadet, was sehr viel Potenzial für Wut und Enttäuschung da lässt. Dass die linke Partei da keine geschlossene Antwort drauf hat, ist das gleiche Problem, was die Linke so grundsätzlich hat, bei allen Themen. Du findest einfach in der Linken viel mehr Diskussionsbedarf, der öffentlich dann auch medial breitgetreten wird. Ja, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, viele Medien freuen sich darüber, wenn bei der Linken ein Streit ist, berichten darüber sogar noch mehr als bei anderen Parteien. Aber das schadet natürlich der Partei an sich. Aber es gab ja in der Linke einzelne Politiker wie Sarah Wagenknecht, die ganz klar gesagt haben, wir wollen diese Sanktionen nicht, die müssen komplett weg. Also wenn die Linke sich geschlossen hinter diesen Kurs gestellt hätte, dann hätte sie ja auch von den steigenden Umfragewerten von Protestparteien profitieren können. Könnte? Also hätte können. Also das Problem ist immer so, im Nachhinein tatsächlich die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger einzupreisen. Man kann auch durchaus sehen, dass sie hat ja jetzt ihre eigene Gruppe und ihren eigenen Verein gegründet und will im Januar eine eigene Partei gründen. Ich hoffe ja, dass sie damit erfolgreich sein wird, weil ich genau weiß, dass es dem Aufstieg der AfD vor allem in Ostdeutschland erstmal einen Dämpfer verpassen würde. Und das als Ostdeutsche möchte ich das, ja. Gleichzeitig gibt es sicherlich Ostdeutsche, die Sarah Wagenknecht als so eine Art Kommunistin und Putin-Freundin wahrnehmen, aufgrund der Tatsache, wie medial darüber berichtet wurde, dass sie sich gegen die Sanktionen gestellt hat. Also das kann durchaus weiterhin für einen negativen Effekt sorgen. Also bei den Sanktionen aufgrund der Tatsache, wie es medial auch berichtet wurde, wie das aufgenommen wurde und dass nicht darüber berichtet wird, dass sie Sanktionen nicht wirken und mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben. Bei den Geringverdienern in dieser Republik, aufgrund dessen kannst du bei diesem Thema einfach nicht gewinnen. Ja. Doch, eigentlich schon. Also es war ja von Anfang an ersichtlich, dass diese Sanktionen die Preise extrem hochschnellen lassen werden. Wir haben ja beispielsweise bei den Ölpreisen schon im Frühjahr 2022 einen extremen Preisschock gesehen und auch beim Erdgas haben wir spätestens im Sommer 2022 extreme Preissprünge gesehen. Und da hat beispielsweise Wagenknecht ja auch gesagt, die Sanktionen müssen alle weg. Erstens, sie bringen nichts und zweitens, die sind nicht im europäischen Interesse, sondern im amerikanischen Interesse. Ich meine, das ist ja durchaus ein strategisches Ziel dieser Sanktionen, Europa von billigen Energierohstoffen abzuschneiden, uns zu deindustrialisieren und Produktion in die USA zu ziehen. Das ist ja definitiv nicht in europäischem Interesse. Und dass die Medien dagegen einem schießen, ja, da muss man halt das erstmal den Bürgern richtig erklären, da muss man eigene Medienplattformen aufbauen, da muss man sich mit den alternativen Medien ein besseres Verhältnis suchen und dann sollte man nicht versuchen, sich beim Mainstream anzubiedern. Also das wäre da jetzt meine Position. Ich würde die Position teilen, das Thema einfach auslaufen zu lassen. Ja. Und als Politikerin Sarah Wagenknecht Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden, die der hohe Preisdruck sind. Immer wieder darauf rumzureiten, zu sagen, ich hatte ja recht, wird ihr keine Sympathien bringen. Und das mit den medialen Plattformen, das haben andere linke Parteien auch immer versucht. In Deutschland ist das halt schwierig. Ja. Und ich würde dir auch widersprechen, dass das Ziel dieser Sanktionen ja war, also so Europa zu deindustrialisieren. Die Sanktionen waren ja eine Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine. Das kann ja die USA so nicht geplant haben. Und wenn doch, würde ich sagen, naja, das ist halt jetzt so eher so Verschwörungstheorie. aber nichts, was man auch nur
im Entferntesten beweisen kann. Manche Sachen passieren einfach und die Effekte von Sanktionen, historisch gesehen, hätte man schon wissen können, dass das nicht so ausgeht, wie sie behauptet haben. Aber man wollte halt unbedingt auf der moralisch richtigen Seite sein. Das heißt nicht, dass du irgendwie an der Deindustrialisierung Europas arbeitest, sondern das heißt nur, dass du Politik nicht verstanden hast. Ja, also Politik muss auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Auge behalten. Und bei dieser Frage gingen erstmal moralische und sicherheitspolitische Bedenken vor. Und man hat die Langzeitkonsequenzen von diesen Entscheidungen sicherlich nicht im Hinterkopf gehabt. Und die Langzeitfolgen sind, dass man die eigene Demokratie schwächt, weil man einfach mal eine Umverteilung von unten nach oben hat aufgrund der hohen Preisschocks, die man nicht vernünftig abfedert. Weil du kannst ja diese Sanktionen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Ich verstehe ja auch den Sinn der Sanktionen sicherheitspolitisch. Ja? Dass Europa an sich als Konstrukt, die Europäische Union, ein Interesse daran hat, sicherheitspolitisch auch Stärke zu zeigen gegenüber Russland und anderen Nationen, die sie bedrohen, und die Bedrohung ist auch da, kann man durchaus nachvollziehen. Du musst diese Sanktionen dann aber in einem Gesamtpaket denken und auch innenpolitisch abfedern. Und das ist das Problem, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, aber das ist ja genau das Problem, dass diese Sanktionen nicht in europäischem Interesse sind, sondern dass sie vor allem dem Interesse der USA dienen. Also Europa, wir sehen ja, dass das Wachstum in Europa extrem gering ist, dass wir gerade Negativwachstum haben und dass die USA ein relativ starkes Wirtschaftswachstum haben, weil sie vom Energiepreisschock viel weniger getroffen sind. Also das sieht man ja. Aber genau da ist ja das... Die USA haben auch jahrelang versucht, Nord Stream 2 zu torpedieren. Ja, weil auch die Amerikaner ihre eigenen sicherheitspolitischen Interessen haben. Und ihr eigenes Interesse, ihre Energie in Europa abzusetzen. Aber die Amerikaner haben etwas gemacht, was die Europäer nicht gemacht haben, weil wir ja so sehr an Schuldenbremsen hängen, ja, und Austerität. Die Amerikaner haben einen Inflation Reduction Act gemacht, mit Hunderten von Milliarden in die eigene Wirtschaft investiert. Wenn du das gemacht hättest in Europa, dann wäre der Preisschock und die Unsicherheit bei weitem nicht so groß gewesen wie jetzt. Also der Vergleich zwischen den USA und Europa hinkt aufgrund der Tatsache, dass die USA ihren Job innenpolitisch gemacht haben, die Europäer aber nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Amerikaner ihre eigenen Interessen hier in Europa auch gerne umsetzen möchten, sondern es hat damit zu tun, dass die Amerikaner immer auf beiden Ebenen denken, sowohl außen als auch innenpolitisch, weil sie genau wissen, wenn sie innenpolitisch nicht aufpassen, fliegt ihnen der ganze Laden um die Ohren. Und sie haben etwas voraus, denn sie wissen ganz genau, sie müssen in die Transformation der Wirtschaft investieren, um die eigene Wirtschaft konkurrenzfähig zu machen, um ihnen einen Boost zu geben im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt, um in Zukunft bei klimaneutraler Produktion auf dem Weltmarkt führend zu sein. Wenn du das in Europa auch machen würdest, dann könntest du mit den USA locker mithalten. Aber das machst du ja nicht, weil du willst ja lieber die Schuldenbremse einhalten und gucken, wo du armen Kindern noch ein Mittagessen wegnehmen kannst. Und das ist halt der Unterschied zwischen den USA und Europa. Dahinter steht kein großer Plan, dass die USA Europa klein halten wollen, sondern es ist einfach die Inkompetenz der europäischen Politik. Definitiv. Und die USA machen sich das zunutze. Also die USA haben auch die letzten 20 Jahre eine viel klügere Fiskalpolitik als wir Europäer gemacht. Da hast du definitiv recht. Ja, aber deswegen wäre es doch aus europäischer Sicht schlau, jetzt eine eigene Position zu ergreifen und selbst zu sagen, diese Sanktionen schaden uns, wir heben sie komplett auf. Und dafür sollte sich auch eine Protestpartei, die gegen diese Regierung in der Opposition Politik machen muss, dafür sollte sich eine Protestpartei auch natürlich einsetzen. Ja, kann man machen. Ich persönlich habe da keine spezielle Meinung zu. Ich kann dir aber als Politikwissenschaftlerin sagen, so als auch Wählerin, der Einsatz für die Abschaffung der Sanktionen kann negative Konsequenzen haben. Du kannst als Putin-Freund gelten und die Presse macht dich fertig. Das ist nicht im Wahlkampf von Vorteil. Ich meine, es kann aber auch erfolgreich sein. Kann ich so nicht sagen, aber im
im Großen und Ganzen ist ja auch noch diese Kleinigkeit, dass die Nord Stream Pipelines zerstört wurden. Das heißt, du musst erstmal investieren, um das zu reparieren. Und die Not der Menschen aktuell in Deutschland mit den hohen Kosten hast du damit noch nicht gelöst. Ja? Also nur weil du sagst, wir sind gegen die Sanktionen, wir wollen die wieder aufheben, heißt das nicht, dass das Öl, Gas und Co. dann wieder zu günstigen Preisen nach Deutschland und Europa fließt. Ich würde sogar darauf wetten, und da sind wir wieder bei Eigeninteressen, dass wenn du die Sanktionen aufhebst und wieder in Kontakt mit Putin trittst, der übrigens weiterhin im Krieg mit Russland ist, ein ganz schlechtes Image für dich als Partei, dass Putin dann sagt, gut, ich liefere wieder, aber zu höheren Preisen, weil die Inder nehmen es mir gerade für wesentlich mehr ab als ihr vorher. Also auch da wird sicherlich höhere Preise für die Bürgerinnen und Bürger rauskommen. Und das willst du ja als linke Partei auch nicht. Also erstmal zu Nord Stream. Da funktioniert tatsächlich ein Strang noch, über den sofort geliefert werden könnte. Die anderen drei Stränge, die müssen natürlich schnellstmöglich repariert werden. Aber es gibt ja noch andere Pipelines, über die Russland viel mehr Erdgas liefern könnte, als es gerade tut. Und sinkende Erdgaspreise hätten auch ziemlich schnell sinkende Strompreise zur Folge. Und die Produktion in der energieintensiven Industrie in Deutschland ist 20% unter Vorkriegsniveau. Also wir sehen, dass die Produktion da extrem stark eingebrochen ist. Die könnte wieder hochgehen. Und je länger wir uns Zeit lassen mit der Aufhebung der Sanktionen, desto bleibender wird dieser Schaden. Denn Industriekapazitäten, die erstmal abgehauen sind, die kommen nicht so schnell wieder. Auch wenn die Energiepreise wieder sinken. Naja, aber zum zweiten Punkt, den du gerade genannt hast. Die Medien werden einen dann fertig machen. Ja, für die Mainstream-Medien, für die öffentlich-rechtlichen, für die großen Konzernmedien, für die mag das stimmen. Aber es gibt ja mittlerweile eine blühende alternative Medienbranche in Deutschland, die nicht so transatlantisch eingestellt ist und die da vielleicht neutraler darüber berichten könnte. Was denkst du denn darüber? Nein, die Sache ist, du denkst das immer von der amerikanischen Warte aus, von der transatlantischen Warte aus. Wir vergessen immer, dass es auch Menschen in Deutschland gibt, die nicht zwangsweise große Freunde der Amerikaner sind, aber nicht gleichzeitig das bedeutet, dass man großer Freund von Russland ist. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Menschen trotzdem der Einstellung, wir heben die Sanktionen auf und wir arbeiten an einer besseren Beziehung zu Russland, vor allem als Sarah Wagenknecht, die ja dann als Stalinistin geframed werden kann, aufgrund ihrer politischen Vergangenheit, durchaus kritisch gegenüberstehen. Erstmal das. Und dann, ja, es gibt diese alternativen Medien. Wir reden ja in einem alternativen Medium im Prinzip. Aber die wichtigen Medien sind weiterhin der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch die privaten Medien in Deutschland. Aber das Allerwichtigste eigentlich, die Tagesthemen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und wenn du da ein schlechtes Bild abgibst, wenn du da ein schlechtes Framing hast, nennen wir es mal so, dann kann das kein alternatives Medium wettmachen. Weil du willst die Masse der Wählerinnen und Wähler erreichen und die informiert sich nun mal über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei unserem alten Thema, bei der AfD. Also gegen die AfD wird ja sowohl in den privaten Medien als auch in den öffentlich-rechtlichen die ganze Zeit geschossen und sie wird als rechtsradikal, als vom Verfassungsschutz beobachtet, also alles Mögliche wird die ganze Zeit über sie berichtet und trotzdem steht die AfD jetzt in Umfragen bei über 20%. Wie konnte das dann möglich sein? Hier ist der Unterschied zur AfD, zu einer linken Partei, die Sarah Wagenknecht will. Und ja, es ist immer noch eine linke Partei, selbst wenn es Sarah Wagenknecht ist, ja. Der Unterschied zwischen der AfD und der Protestpartei von Sarah Wagenknecht ist einfach mal, dass du im öffentlichen Raum Parteien wie die CDU hast und Herrn Merz und Herrn Spahn, die politisch das Gleiche inhaltlich erzählen wie die AfD, es nur freundlicher framen. Sarah Wagenknecht will eine andere Politik. Sie will Umverteilung in der Gesellschaft. Und das wird sicherlich nicht so positiv berichtet werden, wie das zum Beispiel, was die CDU fordert beim Thema Leitkultur oder beim Thema Asylbewerber und Zuwanderung. Und das normalisiert halt im Vergleich dazu die AfD, weil der Bürger sieht, ach, eigentlich erzählt die CDU dasselbe wie die AfD, nur die AfD hat das schon vorher so erzählt und eigentlich nur ein bisschen radikaler. Und dadurch wird die AfD normalisiert.
So einen Effekt sehe ich aktuell nicht für eine linke Partei, weil ich nicht sehe, welcher Politiker das erzählen wird, was Sarah Wagenknecht erzählt. Aber ich verstehe auch diesen Move zu sagen als Wähler, ich glaube diesen Medien eh nicht, sondern die erzählen, also die lügen mich nur an. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also das Wählerpotenzial in diesem Bereich ist in Deutschland doch weiterhin relativ gering. Und du willst ja viele, viele Wähler erreichen. Also die Ablehnung alleine von etablierten Medien, ich weiß nicht, ob es das ist, was die Partei deutschlandweit wirklich zum Erfolg führen kann. Weil ich sehe durchaus, dass die so eine Wagenknecht-Partei in Ostdeutschland viel Erfolg haben könnte. Aber das hat jetzt auch historisch mit der Wende-Erfahrung bedingte Situationen. Aber eigentlich musst du ja in Westdeutschland gewinnen. Ja, wenn du wirklich was verändern willst und wenn du im Bundestag auch in größerer Menge vertreten sein willst. Und da sehe ich jetzt aktuell nicht so viel Protestpotenzial, ja. Ja, aber das, was Wagenknecht erzählt, das ist ja im Grunde das, was SPD-Politiker vor 30 Jahren auch erzählt hätten. Das ist das, was die Politiker von Die Linke die letzten 20 Jahre auch erzählt haben, bis zum Beginn des Ukraine-Krieges halt. Also für all das gab es ja immer ein Wählerpotenzial. Und die Linkspartei hat es ja zu ihrer Hochzeit unter Lafontaine 2009 geschafft, auf 12% hochzukommen. Also wieso sollte die Wagenknecht-Partei das auch nicht schaffen, unter heute deutlich besseren, also in Anführungszeichen besseren Voraussetzungen? Denn die wirtschaftliche Lage, die ist heute deutlich prekärer als 2009. Und es gibt, wie gesagt, eine große alternative Medienszene. Ich habe gerade die Zahl im Kopf, ich muss nachher nochmal gucken, ob die genau stimmt, aber dass ungefähr 30% der Bürger sich eben nicht, sich vor allem aus alternativen Medien informieren. Also wir sehen ja, dass die Voraussetzungen heute wesentlich bessere sind als noch vor 10 Jahren. Und vor 10 Jahren, da war die Linkspartei bei über 10%. Wieso sollte das die Wagenknecht-Partei nicht auch schaffen? Ja, also erstmal die SPD steht ja jetzt bei 14%, da ist ja noch nicht mal viel zu holen. Ja. Das Problem ist folgendes. Es ist ja aktuell nur Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, und eigentlich nur ein Verein. Das heißt, wir haben keine Partei, wir haben kein Programm, wir haben nur Sarah Wagenknecht. Und Ich verstehe schon, was du sagst. Sarah Wagenknecht erzählt das, was die SPD und die Linke vor 10 Jahren und dann 20 Jahre lang erzählt haben. Das kann durchaus ziehen, nur du musst halt viel, viel breiter aufgestellt sein. Du brauchst Personal, du brauchst ein Programm. Und seien wir doch ehrlich, wenn wir uns die AfD angucken, wird die vom Personal getragen, von einer Person oder wird die von der breiten programmatischen Aufstellungen, wo alle Leute alles Mögliche reininterpretieren, getragen. Also es ist mir schleierhaft, wie diese Partei so lange überlebt hat. Die ist durch Vorsitzende gegangen wie ein heißes Messer durch Butter. Und es hat ihnen kaum langfristig geschadet. Ganz im Gegenteil. Der letzte Parteitag, da sind sie sich praktisch gegenseitig an die Kehle gegangen. Der eigentliche Vorsitzende ist mittlerweile Björn Höcke, er ist es nur nicht offiziell, aber auch das schadet dieser Partei nicht. Also die Person an der Spitze. Warum sollte ihr das schaden? Also die Person an der Spitze ist, wenn man sich jetzt alle anderen Parteien anguckt in Deutschland, sehr, sehr wichtig. Die SPD stellt den Kanzler, weil der Kanzler Olaf Scholz ist, weil 2021 während der Bundestagswahl Olaf Scholz der wenigste inkompetente Kandidat war. Also Personen sind schon wichtig. Ja, kompetente Personen sind wichtig. Vor allem dann, wenn du keinen Inhalt hast. Ja, insofern verstehe ich schon, dass man sich jetzt vor allem an Sarah Wagenknecht orientiert und die ist ja schon auch länger in der Politik und durchaus sympathisch. Ja, es gibt Menschen, die sie sehr, sehr sympathisch finden, aufgrund der Tatsache, dass sie sich inhaltlich nie verbogen hat, sondern immer das Gleiche erzählt hat und sich ihren eigenen Werten treu geblieben ist. Das ist ja schon mal was an sich. Aber so eine neu gegründete Partei verträgt dann nicht viel Streit, sie verträgt auch nicht viel Skandal
Und sie muss sich dann auch inhaltlich aufstellen und dem Ansturm an Kritik gewachsen sein. Ich würde wirklich behaupten, die AfD ist ein absolutes Ausnahmephänomen, was die deutsche Parteienlandschaft angeht. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, dass, wenn Sarah Wagenknecht ihre Partei gründet und das Gleiche durchmacht wie die AfD, dass sie das alles überlebt. Also politisch. Bei der AfD ist es wirklich, sie hatten viel, viel Glück. Und jedes Mal, wenn sie kurz davor waren, in der Versenkung zu verschwinden oder aufgrund ihrer Streitigkeiten politisch abzustürzen, kam ein neues Thema, das sie sich zu ihrem eigenen Thema machen konnten, wo sie Frontalopposition gemacht haben und wo sie immerzu permanent in den Medien waren. Selbst mit absolut großer, großer Kritik, also auch wo man gesagt hat, die AfD, das ist ja eine rechtsextreme, faschistoide Partei in Teilen, ja. Selbst das hat ihr ja nicht geschadet. Anscheinend gilt für die AfD, was für Trump gilt. Hauptsache in den Medien. Aber du kannst nicht garantieren, dass das Gleiche für Sarah Wagenknecht und ihre Partei gelten wird. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, dass man das von links sehr wohl kopieren kann, aber da, wir wollten ja eigentlich über die AfD reden. Du meintest gerade, dass Höcke de facto Parteivorsitzender ist. Das würde der AfD nicht so sehr schaden. Dabei gehört Höcke doch eher nicht zum neoliberalen Flügel der AfD, oder bin ich da falsch informiert? Björn Höcke. Björn Höcke ist ein... Ich glaube, das ist der Typ Mensch, der würde sich gut mit so Leuten wie Orban verstehen. Also der gibt mir wirklich also Gänsehaut. Mit dem möchtest du nirgendwo irgendwie auch nur in der Nähe stehen, selbst wenn der Raum voll Menschen ist. Der ist irgendwie unheimlich, ich kann es nicht genau beschreiben, aber also ich habe ihn zweimal live getroffen. Und jedes Mal aus einer sehr, sehr weiten Entfernung gesehen. Aber manchmal hast du so wirklich das Gefühl, wenn du Menschen siehst, dann denkst du dir, heimlich ist das eigentlich ein Serienkiller. Ja? Also so ist der Vibe von diesem Menschen. Ich weiß gar nicht, wie der im Schulbetrieb landen konnte oder da längerfristig lehren konnte, ohne dass die Kinder Albträume gekriegt haben. Also, alleine schon dieser persönliche Vibe, den man so hat von Björn Höcke. So, und dann, nein, er ist nicht der absolut Neoliberale, kann man nicht sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass Björn Höcke ein sozialer Mensch ist. Das würde ja implizieren, dass er irgendwie Empathie hat. Und ich glaube... Das hat er gar nicht. Also er kann nicht empathisch gegenüber anderen Menschen sein. Er weiß ganz genau, wie er was reden muss, damit er andere Leute davon überzeugen kann, dass er das ernst meint. Aber gucken wir uns doch mal Thüringen an. Mit der Senkung der Grunderwerbssteuer, was die CDU mit den Stimmen der AfD und der FDP durchgebracht hat. Das hat erstmal den gesamten Haushalt des Landes Thüringen durcheinander gebracht, wo sie gesagt haben, naja, nicht unser Problem als Opposition, das ist das Problem der Regierung. Aber gleichzeitig ist es etwas, das nur Vermögenden und höher Einkommensstrukturen zugutekommt. Ja, also das ist keine soziale Politik. Mhm. Also kann man nicht zwangsweise sagen, dass das wirklich keine neoliberale Person ist. Oder wenn, dann versteht er es nicht. Aber er wäre nicht der erste Politiker, der Steuerpolitik nicht versteht. Also aus dieser Grunderwerbssteuer, da können sich tatsächlich ganz große Immobilienkonzerne durch sogenannte Share-Deals rauswieseln. Das heißt, du entlastest damit den oberen Mittelstand und die etwas Reicheren, aber nicht die Superreichen. Die Superreichen, die können sich da eh rauswieseln. Ja, die sind also schon draußen, das stimmt. Reform, aber auch das will die AfD ja nicht. Ja. Also ja, also vor allem Immobilienkonzerne sind da schon nicht betroffen bei der Grunderwerbssteuer. Ja, das habe ich ja auch nicht gemeint. Aber selbst dann... die Mittelschicht, die damit angesprochen werden soll von der CDU und der FDP, die gibt es ja schon gar nicht mehr.
Ja, wer kann sich, also ich bin Beamtin, ich verdiene gut, aber ich werde mir niemals ein eigenes Haus leisten können. Und das hängt nicht an der Grunderwerbsteuer. Ja, das ist das geringste Problem. Die zahlst du auch nur einmal. Ja, also daran wird nicht die Anschaffung eines Hauses scheitern. Es haben nicht massenhaft Leute in Thüringen dann dagestanden und gesagt, oh, die Grunderwerbsteuer ist jetzt weg. Jetzt kann ich mir mein Haus leisten. Das ist doch Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall. Ich meinte nur, dass das jetzt nicht die Milliardäre entlastet, sondern eher Leute, die einige Millionen besitzen. Beziehungsweise Leute, die sich einmal ein Haus kaufen, okay, die könnte man jetzt durch Zinssenkungen wahrscheinlich eher entlasten. Das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema, weil die Zinsanhebung der EZB ist natürlich für ja viele aus der Mittelschicht nochmal unbezahlbarer gemacht haben, ein Haus kaufen zu können, da die Immobilienkredite jetzt viel höher verzinst sind. Wie gesagt, das wäre ein anderes Thema. Kommen wir, glaube ich, mal zurück zur AfD. Du hast gerade sehr viel über Björn Höcke gesagt. Ich würde da noch mal gerne auf die politischen Inhalte kommen. Nicht nur von ihm als Person, sondern von diesem, ja, wie nenne ich das jetzt, diesem eher nationalistisch eingestellten Flügel in der AfD, der aber nicht komplett neoliberal ist. Dieser also Flügel, der nennt sich die neue Rechte. Sozialpatriotisch. Also wie würdest du diesen Flügel, ja, du kannst es auch, ja, nicht die gesamte neue Rechte. Es gibt da auch Teile der neuen Rechten, die sind sehr neoliberal. Aber diese, auf jeden Fall, die nennen sich ja selbst sozialpatriotisch. Wie würdest du diesen Flügel einschätzen? Nationalsozial. Ja. Ja, was heißt das? Also wie viel sozialer als die CDU oder die FDP sind die? Oder wie viel sozialer als FDP? Na, die Betonung ist ja eigentlich das Nationale. Die haben alle neoliberale Politik gemacht in den letzten 20 Jahren. Ich verstehe schon. Aber wenn ich sage nationalsozial, dann soll das eigentlich ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, in welchen historischen Kategorien wir da sind. Und da ist nicht die Betonung auf sozial, sondern da ist die Betonung auf national. Da geht es nur darum, dass man sagt, also wir nehmen jetzt zum Beispiel den ukrainischen Flüchtlingen das Bürgergeld weg oder wir sorgen dafür, dass die in Arbeit gehen. Ja, die sind hier zu lange und zu faul. Und das ist dann der soziale Part. Also vor allem geht es um das Nationale. Den sozialen Part, der wird dadurch definiert, dass man anderen was wegnimmt. Dadurch hat aber eine arme, alleinerziehende Mutter in Deutschland noch nicht mehr in der Tasche. Also das Soziale sehe ich hier nicht. Es geht eigentlich nur um das Nationale, um den Populismus zu sagen, also die fremden Armen, die hier sind, die kriegen zu viel. Der Nachsatz, wie genau denn jetzt die angeblich Biodeutschen, die arm sind, wie denen jetzt geholfen wird, der kommt nie. Also ich sehe da nichts Soziales, ja, ich sehe da auch null Ausgleich. Björn Höcke hat ja beispielsweise ein Rentenkonzept vorgestellt. Björn Höcke hat ja beispielsweise ein Rentenkonzept vorgestellt, wo die Renten angehoben werden sollten, aber nur für deutsche Staatsbürger, also wo es sogar einen Staatsbürgerbonus geben sollte. Das möchte ich sehen, wie das geht. Also erstmal, das kann er ja versprechen, aber das ist purer Populismus. Aber wahrscheinlich gar nicht, aber... Also das ist purer Populismus, es verstößt gegen das Grundgesetz. Erstmal das. Gegen Artikel 3 Gleichbehandlungsgrundsatz, ja, also das kannst du gar nicht machen. Kannst natürlich dann versuchen, irgendwie das Verfassungsgericht zu destabilisieren, indem du einen dritten Senat aufmachst und der soll sich dann um solche Entscheidungen kümmern, aber wie gesagt... verstößt so grundsätzlich erstmal gegen Artikel 3. Und dann, ja, hat er denn gesagt, wie er es bezahlen will? Wer soll denn die Kosten tragen? Da ist die AfD ja sowieso sehr, ja, wie gesagt, sehr neoliberal. Also es kommen nicht viele wirtschaftspolitische Vorschläge aus diesem sozialpatriotischen Flügel, deswegen hatte ich dich ja gefragt, wie du den einschätzt. Ich schätze den sehr, sehr national-sozial-populistisch ein. Er weiß ganz genau, dieser Flügel weiß genau, was er sagen muss, damit Leute, die sich durchaus von dem Wirtschaftssystem, das wir aktuell haben, im Stich gelassen fühlen, die genau wissen, dass sie unter Altersarmut leiden werden, angesprochen fühlen. Und das reicht bei der AfD ja schon. Aber dass die AfD da null Lösungsansätze hat, dass sie nicht vorhat, hier wirklich eine Umverteilung zu machen, und das ist ja der eigentlich soziale Part in der Politik. Du kannst nicht einfach sagen, also wir geben dann mehr Geld in die Rente,
ohne zu sagen, woher das Geld kommt. Und du kannst auch nicht sagen, wir geben einen Staatsbürgerbonus. Ja, was ist denn mit Menschen mit Migrationshintergrund, die hier auch 40 Jahre lang gearbeitet haben und in die Rentenkasse eingezahlt haben? Das ist rechtlich gar nicht durchsetzbar, ja, und nicht haltbar. Also du schätzt diesen sozialpatriotischen Flügel im Grunde genommen ähnlich neoliberal wie den Rest der AfD ein. Also da gibt es deiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Also der Unterschied ist schon, also der Unterschied des ostdeutschen Flügels zu dem westdeutschen Part der AfD ist, dass der ostdeutsche Part schon ein Gefühl dafür hat, dass sie wenigstens sozialer wirken müssen, während der westdeutsche Part absolut neoliberal ist. Und zwar aus Überzeugung. Das ist der Unterschied. Der ostdeutsche Part versteht, wenn du die Wähler ansprechen willst, dann musst du ihnen wenigstens das Gefühl geben, dass du ihre Probleme verstehst. Das ist ja auch deswegen, haben die Ostdeutschen, das habe ich ja auf einem Parteitag erlebt. Es gab da das Thema Abtreibung auf dem AfD-Parteitag. Und da sollte entschieden werden, dass sich die AfD dafür einsetzt, dass Abtreibungen viel strenger reguliert werden. Ja, also mehr Rechte der Frauen bei der Bestimmung über ihren eigenen Körper einschränken. Und die ostdeutschen Politiker wussten ganz genau, wenn sie das machen, springen ihnen massenhaft auch ostdeutsche Wählerinnen ab. Das kannst du hier in Ostdeutschland nicht verkaufen. Also sie haben in Ostdeutschland ein wesentlich feineres Gespür für ihre Protestwähler als in Westdeutschland. Liegt vielleicht auch daran, dass die Protestwähler zwischen Ost und West sich unterscheiden. Ja. Aber ja, das daran sehe ich definitiv den Unterschied. Dass sie in Westdeutschland durchaus davon überzeugt sind, von dieser neoliberalen Politik Thatcher. Aber Christian Lindner ist ja auch davon überzeugt. Gegen jeglichen Sinn und Verstand Fakten. Ja, und nicht nur Christian Lindner, die gesamte Ampel. Also SPD und Grüne nutzen da, glaube ich, die FDP auch als Ausrede, um so eine Politik machen zu können. Ich glaube, Olaf Scholz ist auch so eher der dritte Weg Sozialdemokrat. Ja, also fördern und fordern. Er hat ja die ganzen Agenda 2010 Reformen mit umgesetzt. Da war er ja auch schon ein Spitzenpolitiker. Er versteht nicht, dass das im Jahr 2023 keine Sozialpolitik mehr ist, sondern absoluter Absturzpolitik für einen großen Teil der Bevölkerung. Er denkt, mit dieser Politik kann er irgendwie noch Punkte machen. Und er sitzt ja jetzt im Kanzleramt und mehr wollte er in seinem ganzen politischen Leben nicht. Also er ist einfach ein schlechter Führungs... Er hat also eine schlechte Führungspersönlichkeit. Er denkt, eine Rede zu halten, ja, und absolut zu sagen, ja, jetzt haben wir irgendwie 17 Milliarden erwirtschaftet. Naja, wie willst du 17 Milliarden aus einem Haushalt erwirtschaften? Das geht als Staat nicht. Du erwirtschaftest nichts, Olaf. Also allein das ist ja schon schräg. Und Robert Habeck ist, glaube ich, seit 2021 im permanenten Burnout. Der hat keine Agenda, der hat keine neoliberale Überzeugung. Der ist einfach nur fertig mit der Welt und mit sich selbst. Und wird permanent also in dieser Situation wird sowohl Olaf Scholz als auch Robert Habeck permanent über den Tisch gezogen, weil Olaf will unbedingt Kanzler bleiben und Robert ist völlig fertig. Da ist es für jemanden wie Christian Lindner, der noch ein bisschen Ideologie und Überzeugung hat, super einfach alles durchzudrücken, was er will. Weil sonst fliegt diese Koalition auseinander und Robert und Olaf wollen das nicht. Also machen wir alles, was Christian Lindner sagt. Ich würde noch nicht mal sagen, dass Olaf Scholz und Robert Habeck selber neoliberale Politik verfolgen. Sie sind einfach nur schlecht in ihrem Job und lassen Christian Lindner viel zu viel gewähren. Weil sie unbedingt an dieser Koalition festhalten wollen, komme, was da wolle. Dass sie ihren eigenen Parteien und der Demokratie dadurch mehr schaden, als wenn sie jetzt Neuwahlen machen würden, verstehen sie einfach nicht. Die denken, also wir müssen jetzt nur durch diese Krisenphase durch, mit Kompromissen,
das wird schon irgendwann vom Wähler gutiert. Nur das Problem ist, dass wir in einer Phase der Polykrise sind und diese permanenten Kompromisse wirklich finanzielle Löcher reißen bei Menschen, die schon jetzt keine finanziellen Spielräume mehr haben. Aber also wenn du 10.000, 20.000 Euro im Monat hast, dann musst du dir auch über solche Sachen keine Sorgen machen. Na gut, dann bezahlt man halt ein bisschen ein paar Cent mehr für Benzin, ist ja kein Problem. Ja klar, wenn du 10.000 bis 20.000 Euro im Monat hast, dann ist das kein Problem. Aber wenn du Reallohnverlust erlebt hast in den letzten 3 Jahren und die Preise noch weiter steigen werden, dann ist das definitiv ein Problem. Deswegen reagieren ja die Bürger so entsetzt auf diese Politik und rennen zur CDU und zur AfD, weil sie genau wissen, dass diese Politik ihnen früher oder später das Genick brechen wird. Das geht alles viel, viel zu schnell. Der soziale Ausgleich bei der Klimapolitik wurde absolut vergessen. Und wir werden alle die Zeche dafür bezahlen müssen, weil es der AfD und so Leuten wie Friedrich Merz, die dann mit Herrn Linnemann tatsächliche neoliberale Politik noch machen werden, Tür und Tor öffnet für alle möglichen Schweinereien. Also du gehst auch davon aus, dass die Ampel abgewählt wird. Glaubst du, dass es dann zu einer schwarz-blauen Koalition kommen wird? Nee, das sehe ich noch nicht kommen. Das sind noch, also theoretisch sind es noch 2 Jahre. 1,5, wenn wir ehrlich sind. Und Friedrich Merz hat so akut, permanent gesagt, dass es keine Kooperation mit der AfD geben wird. Es würde die CDU auch zerreißen. Also es gibt in der CDU ja nicht nur den neoliberalen Flügel und den rechten Flügel und den konservativen Flügel, so die Mitte-Rechts-Partei. Es gibt da auch einen sozialen Flügel und es gibt da einen großen, großen Teil, das überschneidet alle Flügel, die durchaus voller Überzeugung die AfD und Leute wie Björn Höcke ablehnen. Weil sie genau wissen, das ist eine Partei, die bedroht die Demokratie an sich und unser Land. Deswegen wäre Friedrich Merz nicht lange Kanzler und nicht lange Vorsitzender, wenn er sagen würde, also ich kooperiere jetzt mit der AfD. Da brauchst du noch nicht mal eine Koalition. Alleine die Kooperation würde der CDU so sehr schaden, innerhalb der CDU, dass er das nicht überleben würde. Ja, die Alternative sind ja eigentlich nur Koalitionen mit den anderen Altparteien, also mit SPD, Grünen und vielleicht noch der FDP, wenn die nicht aus dem Bundestag fliegen. Und da und die, der Altparteienblock, der schrumpft immer weiter zusammen, erst recht, wenn eine Wagenknechtpartei dazu kommt. Das heißt, Koalitionsoptionen für die CDU, die schrumpfen dann auch immer weiter zusammen. Davon, also man geht ja dann von dem System aus, das wir jetzt haben, nämlich, dass du eine Koalition hast, die eine Mehrheit im Bundestag stellt. Die Zeiten werden vorbei sein. Du wirst ab 2024 auch sehen, dass vermehrt Minderheitsregierungen ausgetestet werden, die nicht so laufen wie in Thüringen, ja? Sondern, dass du durchaus eine Minderheitsregierung haben musst, die auch kompetent arbeiten kann. Sonst kannst du dich vom demokratischen Prozess in Parlamenten so grundsätzlich verabschieden. Und dann musst du tatsächlich eine Koalition mit der AfD machen. Aber wie gesagt, das ist eine Situation, die sehe ich in Deutschland 2025 noch nicht. Jedenfalls nicht mit Friedrich Merz. Es gibt dieses Buch von Michael Koss. Das würde ich mal empfehlen zu lesen. Der hat sich mal damit beschäftigt, wie kann eigentlich Politik gemacht werden in einem Parlament mit verschiedenen größeren oder kleineren Parteien, indem es, was die inhaltliche Überschneidung angeht, keine Koalition mehr geben wird, die eine Mehrheit stellen, sondern halt Minderheitsregierungen. Und dafür plädiert er, ich weiß, das ist für die deutsche demokratische Seele nicht ganz zu verstehen, weil wir immer davon ausgehen, Mehrheiten bedeuten stabile Regierung.
Und in Thüringen haben wir gesehen, dass eine Minderheitsregierung nicht zwangsweise stabil ist. Aber das wird auch die CDU sicherlich in den nächsten Landtagswahlen lernen müssen, dass sie auch der SPD oder der Linkspartei dann in einer Minderheitsregierungskonstellation Mehrheiten verschaffen muss, zum Wohle der Demokratie, des Parlamentarismus und zum Wohle des Funktionierens des eigenen politischen und institutionellen Apparates. Ja? Du kannst nicht permanent Neuwahlen machen, bis die AfD die absolute Mehrheit stellt. Und du kannst auch nicht mit der AfD koalieren. Du kannst mit denen auch nicht kooperieren, weil früher oder später bedeutet das, dass die dann Ministerpräsidenten oder Kanzler stellen. Und das wollen wir eigentlich alle nicht. Ja, ich will auch nicht, dass die SPD einen Kanzler stellt. Also ich bin da relativ keine außen vor. Also, Olaf Scholz wird auf längere nicht, Sicht der Letzte sein. Politiker als auch die anderen. Ja, ich würde auch Friedrich Merz da nicht gerne sehen wollen. Also Ich mag die alle nicht, um es kurz zu sagen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so groß involviert drin, ob jetzt CDU und AfD miteinander zusammenarbeiten oder CDU, Grüne, SPD und FDP eine Vier-Parteien-Koalition machen. Also das ist mir dann relativ egal. Ja, die Vier-Parteien-Koalition kann es inhaltlich einfach nicht geben, weil alle Parteien wissen. Also, die Sache mit dieser... Man kann diese Vier-Parteien-Koalition machen, aber mittlerweile hat man, glaube ich, selbst in Berlin gelernt, dass das nicht stabil ist, sondern für Streit und Unsicherheit und schlechte Laune dann bei den Wählern sorgt, weil die nichts auf die Reihe kriegen. Und nur eine Koalition gegen die AfD einzugehen, ist ein Beschleunigungsfaktor für die AfD. Deswegen darf man diese Koalition nicht machen und muss auf Minderheitsregierungen am Ende tatsächlich eingehen. Es kann den parlamentarischen Prozess wiederbeleben. Also es ist ja nicht so, als ob wir das nicht kennen. Auf kommunaler Ebene gibt es permanent wechselnde Mehrheiten. Also du arbeitest doch auf kommunaler Ebene auch nicht mit der inhaltlichen ideologischen Überzeugung mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, sondern die meisten davon sind deine Nachbarn. Und ihr wollt dafür sorgen, dass irgendwo die Schule saniert wird oder dass ein Loch in der Straße geflickt wird. Und so kann das Parlament dann im Großen und Ganzen in Minderheitsregierungen auch funktionieren, dass du halt echte Probleme löst und das beste Gesetzespaket gewinnt dann halt. Du musst deinen politischen Kooperationspartner nur davon überzeugen.